Liebe Genossinnen und Genossen, lieber Norbert Vornehmen, ich habe im vergangenen Jahr, denke ich, hier sehr deutliche Worte gefunden, was uns gemeinsam dazu bewegen sollte, unsere gemeinsame Arbeit fortzusetzen. Und ich hatte in der Haushaltsdiskussion, denke ich, sehr deutlich gesagt, ein Weiter-so kann es nicht geben. Unter diesen beiden Aspekten muss ich am Anfang meiner kurzen Bemerkungen wirklich deutlich sagen, hätte ich mir auch gewünscht, dass ein größeres Eingehen auf unsere Punkte hier von dir passiert wäre. Aber es ist ja schon mehrfach angesprochen worden, wir haben einen Diskussionsprozess hinter uns und der Diskussionsprozess war geprägt davon, und das wissen ja inzwischen auch alle, dass ich gesagt habe, okay, wir können es nicht zulassen, dass wir Norbert Vornehmen mit unserer Unterstützung in den Wahlkampf schicken, mit dem faden Beigeschmack, wir haben ja keinen eigenen Kandidaten. Das war der Beweggrund, der mich dazu veranlasst hat, in den Vordiskussionen, die wir natürlich zu positiven Ergebnissen und weniger guten Ergebnissen mich dazu bewogen hat. Ich sage ganz klar, die Gremien haben eine Entscheidung getroffen und ich stehe hinter dieser Entscheidung. Das will ich einfach hier nochmal sehr deutlich sagen, weil ich denke, diese Position Rot-Rot-Grün ist eine sehr entscheidende in dieser Geschichte, in der Entscheidungsfolge gewesen. Aber ich sage auch ganz klar, wir haben in unserer Erklärung geschrieben, die Bürger unserer Stadt, ihre Erfahrungen, ihre Gedanken sind aktiver in die Entscheidung einbeziehen. Auch dazu stehe ich und das werde ich jetzt in den nächsten Wochen und Monaten natürlich auch gemeinsam in die Arbeit einzubringen. Und Bürger dieser Stadt sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Verwaltung, sind auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer städtischen Unternehmen. Und mit ihnen gemeinsam müssen wir dafür sorgen, dass wir zum Wohle dieser Stadt einfach weiter vorankommen. Norbert, du hast gesagt in deiner Rede, dass du vorangeschritten bist und beim Umdrehen gemerkt hast, nicht zu folgen. Ich bin überzeugt, dass wir in den nächsten Wochen gemeinsam an Konzepten arbeiten, weil ich nicht davon überzeugt bin, dass wir so weitermachen können wie bisher, dass einer ein Konzept ausstellt und wir schließen uns alle an, sondern ich denke, wir müssen gemeinsam den Diskussionsprozess führen, zu Konzepten zu kommen, wo dann wir die Menschen ansprechen, um alle hinter uns entsprechend zu bringen. Und da sage ich auch an unsere Bündnispartner ganz klar, wir sind alle miteinander gefragt, auch dies in unseren entsprechenden Gremien, in unseren Beratungen einzufordern. Und wenn uns das gelingt, dann bin ich sehr zuversichtlich, dass wir auch in diesem Wahlkampf erfolgreich bestehen können. Danke.